Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal soll es um PlayStation Now gehen. Ich habe ja vor einer etwas längeren Zeit PlayStation Now schon mal getestet. Ich habe PlayStation Now jetzt nochmal getestet für euch, weil viele Fragen kamen und so. Auch wegen den Safe Games werde ich euch alles erklären in dem Video. Vorab, in der Infobox findet ihr ein Video, das soll wohl immer noch aktuell sein, laut euch. Wegen PlayStation Now, wenn man es kündigt, dass es dann halt noch weiter abgezogen wird, findet ihr da, wie ihr das kündigen könnt, ohne dass noch weiter was abgezogen wird. Muss ich ja hier jetzt nicht extra nochmal mit drin machen. So, kommen wir erstmal zum Grundlegenden. Das ist PlayStation Now. PlayStation Now ist ein Streaming-Dienst von PlayStation. Das heißt, alle Spiele, die wir darauf spielen, liegen auf einem Server. Früher war es so. Mittlerweile kannst du die Spiele auch runterladen vom Server auf deine eigene Konsole. Verbrauchst dann natürlich kein Datenvolumen, weil du die Sachen nicht streamst, weil sie direkt auf deiner Konsole sind. So, wir haben einmal hier zum Beispiel zwei Spiele, wo auch ein PlayStation Now Icon mit bei ist. Das ist auch ein PlayStation Now Spiel, aber wir haben kein Icon. Warum nicht? Das ist ein heruntergeladenes Spiel und die sind alle auf dem Server. Das herunterladene Spiel könnt ihr auch dann gleich starten, das werden wir auch machen. Noch einige von euch hatten auch Fragen, wie sieht es aus, wenn man PlayStation auch für einen Monat, zwei Monate, drei Monate oder man hat es ein Jahr gehabt oder so, man beendet es und man hat noch zwei, drei Spiele, die man noch nicht durch hat, die will man weiterspielen. Nein, das geht nicht. Wenn ihr PlayStation Now beendet, ist es beendet. Ab da, wo sagt dann, die läuft aus zum 1.3. oder was weiß ich, ist es beendet. Ihr kommt nicht mehr im PlayStation Now rauf. Also nicht mehr dahin, wo die Spiele sind. Ihr könnt sie nicht mehr starten. Dann steht immer da, es ist ein Fehler beim Streamen passiert oder so. Das ist, weil ihr halt keine Berechtigung mehr habt. Oder wenn ihr sie schon runtergeladen habt, wie Lego hier zum Beispiel, könnt ihr nicht mehr starten. Weil ihr habt die Berechtigung nicht mehr, weil ihr habt ja kein PlayStation Now mehr. Ist genau wie mit PlayStation Plus. Ihr habt PlayStation Plus, könnt Plus-Spiele runterladen, die könnt ihr so lange spielen, auch die von vor 3 Jahren und so, könnt ihr so lange spielen, wie ihr PlayStation Plus-Mitglied seid. Seid ihr kein PlayStation Plus-Mitglied, könnt ihr diese Spiele auch nicht mehr spielen. So, wie gesagt, ich habe jetzt einfach mal Lego World gestartet. Das habe ich mir herunterladen, weil es halt nicht so groß war. Die anderen habe ich alle vom Server gespielt, hat mir vollkommen ausgereicht, hat super funktioniert. Die Ladezeit kann jetzt hier minimal länger sein als bei euch, weil bei mir, ich habe an meiner PlayStation hier hinter dem weißen Kasten, das ist eine Box, dahinter ist meine Festplatte. Ich habe eine 8 TB Festplatte an meiner PlayStation und da sind meine Spiele drauf. Und alles, was ich runterlade, wird auf diese Festplatte raufgeladen. Ich werde euch die Festplatte auch mal unten in die Box, Infobox verlinken. Kann dann natürlich dadurch etwas länger dauern, bis was startet. Aber das nehme ich gerne in Kauf. Dafür habe ich die interne Festplatte frei für Safe Games und für Bilder, also wenn ich Trophäen mache und ja, für sowas halt alles. So, wir können jetzt hier ein neues Spiel starten und ihr seht, es läuft rucki zucki. So, ich will jetzt einfach mal einen neuen Safe Game anlegen. Ja, Safe Game kommen wir auch noch dazu. Da gibt es verschiedene Safe Games und verschiedene Möglichkeiten. Da kommen wir später dazu. So. So, wir können jetzt aber auf jeden Fall schon mal Add-on installieren, Modul speichern, Add-on installieren. So, jetzt kommen wir in den PlayStation Store. Natürlich, weil ich es runtergeladen habe, richtig drin. So, und hier haben wir dann halt Module, Add-on, die wir runterladen können. Die auch kostenlos sind. Oh Gott. Ich habe so ein komisches Gefühl im Ohr, ey, als wenn ich Wasser im Ohr habe. Die werden auch nicht runtergeladen, die werden einfach nur aktiviert.
Ihr seht da passiert nichts. Installiert, bumm. So, und dann haben wir hier auch noch andere DLCs, die zählen. Wir können jetzt hier halt Sachen... hinzufügen. Ich würde einfach sowieso sagen, alles einfach runterladen. Was man hat, hat man. Was man kriegt, weiß man nicht. Man muss es ja nicht bauen. Mache ich auch bei Spielen, die ich nicht spiele, wenn ich im PSN sehe, hier dit oder dit Spiel will ich irgendwann mal haben. Und da sind gerade irgendwelche DLCs gerade oder selbst Spiele, die ich jetzt eher uninteressant finde momentan. So. Aber das reicht wohl. Wir können halt direkt anfangen. Habt ihr gesehen? Zack. So. Primal, das liegt jetzt nicht auf meiner Festplatte. Da haben wir in PlayStation Now Icon. Das seht ihr an diesem leicht abgerundeten Dreieck mit dem PlayStation-Logo, so wie hier. Das ist halt das PlayStation Now-Logo. Wenn wir darauf gehen, wie gesagt, es ist nicht installiert. Es ist alles vom Server, was ihr seht. Zack, bumm, startet. Verbindet jetzt gerade mit dem Server. Dann kriegt man halt noch Informationen, HD geht und dass man auch am PC PlayStation Now nutzen kann. Also ihr könnt auch PlayStation Now praktisch auf dem PC installieren und sogar mit einem PlayStation Controller spielen. Aber der muss mit dem PC verbunden sein. Es gibt auch einen Adapter. Wenn ich den noch finde, den Link packe ich euch den auch in die Videobeschreibung. Den könnt ihr einfach am PC reinmachen und dann könnt ihr den Controller mit dem Adapter verbinden und dann könnt ihr ohne Kabel spielen. Das ist auch möglich. So, das ist jetzt ein PlayStation 2 Spiel. So, und ihr seht, es ist schon da. Unterbrechtet mal alle, dass es schneller geht. Jetzt zack, zack. Neues Spiel. So. Ich zeige euch auch gleich was zu den Safe Games. Ist das die Unbekannte? Ja, sie kam vorgestern Nacht rein, noch nicht wach. Sie hört es auch Deutsch. Aber sie ist zäh. Ich habe schon viele leichter Verletzte verloren. 5 Rippenbrüche, doppelte Lungenperforation, Milzriss. So, ich mach mal jetzt kurz so, dass wir halt nicht die Quatsche hören. So, jetzt habe ich euch gezeigt, welche Möglichkeiten es gibt, PlayStation Now-Spiele zu starten. Wenn ihr sie schon mal gestartet hattet. Natürlich, Spiele, die ihr noch nicht gestartet habt, müsst ihr in PlayStation Now direkt reingehen und die dort starten oder suchen. Da kommen wir gleich dazu. Aber jetzt, wo wir gerade ein Spiel gestartet haben, möchte ich euch noch was zu den Safe Games erklären. Es gibt 2 Arten von Safe Games für PlayStation Now-Besitzer. Also für normal, also eigentlich mehrere. Aber für PlayStation Now 2 interessante. Normale PlayStation Plus-Leute wissen es ja, wir haben ja nicht nur unseren Savegame auf der Konsole, wir haben ja auch einen Online-Speicher. Und wir können Savegames oder Speicherpunkte von der Konsole in den Online-Speicher hochladen. Wir können auch sagen, dass es automatisch passieren soll. Einmal am Tag soll das dann halt, zack, wird halt hochgeladen werden. Und dann ist das in Sicherheit. Hat den Vorteil, wenn uns die PlayStation abkackt, weil sie kaputt geht, Katzen runterschmeißen, Kind umschmeißen oder was weiß ich. Oder wir sagen, wir steigen jetzt von einer normalen PlayStation oder von der Slim auf die Pro um.
Kann ja immer mal passieren, dass man sich verbessert oder dass halt irgendeine Playstation kaputt ist. Dann möchten wir natürlich unsere Savegames weiterspielen und dann können wir von dem Online-Speicher unser Savegame wieder runterladen und unser Spiel einfach ganz normal installieren und können an dem Punkt, wo wir aufgehört haben, ganz normal weiterspielen. Für PlayStation Now ist das jetzt etwas anders. Egal, also es ist da nicht egal, wo das Spiel lagert. Wenn ihr ein Spiel installiert habt, könnt ihr dieses Spiel ganz normal in Savegame erstellen und das ist auf der Konsole. Das könnt ihr in euren Online-Speicher hochladen, so wie gehabt. Bei Spielen, die ihr nicht installiert habt, die jetzt online, also ihr streamt diese Spiele, also sie sind nicht auf eurer PlayStation installiert, so wie dieses jetzt, da läuft das anders ab, da haben wir einen virtuellen Online-Speicher, wo die Spiele gespeichert werden. Und wenn ihr euch dann entscheiden solltet, dieses Spiel runterzuladen, um halt nicht so viel Daten zu verbrauchen oder so, oder euer Internet kackt momentan öfters mal ab oder so, ladet das Spiel runter und spielt das halt auch von eurer Konsole, müsst ihr das Savegame auch auf eure Konsole runterladen. Dafür drücken wir jetzt hier einfach mal die PlayStation-Taste und hier haben wir dann die Möglichkeit durchsuchen, Spiel herunterladen, zurück zum Homebildschirm, Verwaltung von der Anwendung gespeicherter Daten, also Save Games, oder Spiel schließen. Wenn wir Spiel schließen machen, kommen wir sofort wieder ins Home-Menü. Hier kommen wir natürlich zum Homebildschirm. Ja, aber halt ohne, dass das Spiel schließt. Die PlayStation-Musik, nicht, dass ihr euch wundert, warum die ab und zu an ist, das ist das virtuelle PlayStation-Menü von PlayStation Now. Da habe ich noch nicht herausgefunden, ob man da irgendwie die Musik ausmachen kann, weil das nervt. Herunterladen ist ganz klar. Dann startet automatisch PlayStation Now die Anwendung und wir können Spiel streamen oder wir können Spiel herunterladen. Wir streamen es ja gerade, also gehen wir wieder zurück. So, und Spiele durchsuchen. Dann kommen wir ganz normal ins PlayStation Now rein und können Spiele durchsuchen. PlayStation Now gucken wir uns nachher aber noch genauer an. Wir gehen jetzt hier einfach mal bei Save Games rein. So. Folgende Anwendung wird geschlossen. Logischerweise, weil wir bei Save Games reingehen, wird das Spiel geschlossen. Lassen wir zu. Machen wir. Ihr hört die PlayStation Musik. Jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Wir haben erstmal unten gespeicherte Daten im Online-Speicher. Ja. Oder gespeicherte Daten auf PlayStation Now. Gespeicherte Daten im Online-Speicher. Das ist euer PlayStation Plus Online-Speicher. Das ist aber auch nur für PlayStation Plus Mitglieder verfügbar. Also wenn ihr nicht PlayStation Plus seid, dann steht euch das auch nicht zur Verfügung. Seht ihr ja, löschen und in PlayStation Now kopieren. Ihr könnt halt nicht von, wenn ihr ein Spiel auf der Konsole hattet und den Save Game online habt, nach PlayStation Now laden, wenn ihr kein PlayStation Plus Mitglied seid. Ja. Das ist aber auch ganz klar, weil der Online-Speicher steht euch ja nur als PlayStation Plus Mitglied zur Verfügung. So. Gespeicherte Daten von PlayStation Now. Das sind die gespeicherten Daten von PlayStation Now, weil wir jetzt ja gerade streamen. Also wir haben das Spiel im Stream gespielt. Wir haben es nicht auf die Konsole runtergeladen, weil wenn ihr ein Spiel runterladet, wird es automatisch das Save Game auf dem Speicher der Konsole natürlich mitgespeichert. Und das könnt ihr, wenn ihr PlayStation Plus seid, ganz normal einen Online-Speicher hochladen oder nicht. So, PlayStation Now. So, wir können jetzt Speicherpunkte von PlayStation Now löschen. Wir haben hier Prime. Wir haben hier The Shadow of the Beast. Das ist so ja vom letzten Mal, wo ich PlayStation Now getestet habe. Und Destroy All Human. So, die können wir löschen. Wir können in den Online-Speicher laden. Dann können wir uns aussuchen, was wir davon in den Online-Speicher laden. Und vom Online-Speicher können wir es dann auf die Konsole laden. Das heißt, wenn ihr ein Spiel gestreamt habt und da ein Savegame habt, um es auf die Konsole zu bekommen, um da weiterspielen zu können, braucht ihr PlayStation Plus. Ihr müsst dann ihr geht dann halt
gespeicherte Daten im PlayStation Now. Sagt, ihr wollt es in Online-Speicher kopieren. Sucht euch das Spiel aus, was ihr in Online-Speicher kopieren wollt und sagt kopieren. Und später könnt ihr dann im Menü der PlayStation auf von Anwendung gespeicherte Daten könnt ihr sagen, hier vom Online-Speicher auf die Konsole. Und dann könnt ihr vom Online-Speicher auf die Konsole holen und könnt das Savegame auch auf der Konsole nutzen. Das heißt für euch natürlich auch, wir sagen einfach mal durchsuchen, das heißt für euch natürlich auch, wenn ihr ein Spiel gestreamt habt oder im Stream gespielt habt und ihr habt dort Savegames und ihr habt kein PlayStation Plus, kriegt ihr diese Savegames nicht auf eure Konsole. Also ihr könnt nicht das Spiel dann runterladen und einfach weiterspielen, weil das Savegame online ist. So, aber egal. Wir machen mal weiter. Wir machen jetzt mit der Übersicht weiter. Hier ist PlayStation Now, die Übersicht. Wir haben Home. Wir haben deine Spiele, durchsuchen und suchen. Home ist ganz normal, ist halt die Startoberfläche, monatliche Spiele. Brandheiß, hier sind so ein paar Empfehlungen halt. Kürzlich hinzugefügt. PlayStation Now Sammlung haben wir hier zum Download. PS4-Spiele, PS3-Spiele, exklusive Inhalte. Und PS2-Spiele. Dann haben wir hier noch Familien und hier hat hier die ganzen Kategorien, wie ihr so kennt. So. Wir können aber auch auf, ich gehe erstmal auf Durchsuchen, ja. Auf Durchsuchen gehen. Und dann haben wir hier auch die Kategorien, welche wir durchsuchen möchten. Wir können aber auch sagen, wir möchten nach generell suchen. Hier habt ihr jetzt, ach, hier ist er zum Beispiel, Saints Row. Hier wird Saints Row 2 angezeigt. Das wird euch im PlayStation Store auch angezeigt, dass es bei PlayStation Now da ist. Ist es aber nicht da. Warum auch nimmer. Vielleicht haben sie es mittlerweile rausgenommen und kommt irgendwann wieder und sie haben das Bild nicht aktualisiert. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist PlayStation ist hier nicht, ist Saints Row 2 drin. Habe ich was übersehen? Nee, haben wir nicht. Das ist wirklich komplett weg. So. Ihr könnt dann halt auch hier ändern. Machen wir einfach mal Jump'n'Run. Dann wird das natürlich aktualisiert und nur die Jump'n'Run-Spiele werden angezeigt. So. Wir haben auch Themen. Und da könnt ihr dann nach Themen durchsuchen. Look and Feel oder Spielmechanik. PlayStation Now Sammlung. Wir können aber auch ganz einfach. Oder warte mal, wir können auch. Zeige euch mal. Habe ich ganz vergessen. Wir können auch sagen, alle Spiele. Ja, und dann werden euch alle Spiele angezeigt. Und dann könnt ihr hier jetzt selber durchsuchen. A bis Z die Reihenfolge oder Z bis A. Ihr könnt die Altersbeschränkung freigeben, einstellen, wenn ihr noch wisst, welche Altersbeschränkung euer Spiel hatte, was ihr gerne sucht. Zum Beispiel, was weiß ich, das war ein Spiel ab 12. Dann werden euch auch nur Spiele bis 12 Jahre angezeigt. Und ihr könnt auch die Kategorie auswählen. Ihr wisst noch, Mensch, das war doch, ich glaube, es war bei Puzzle mit bei. Bin mir aber nicht sicher, könnte auch ein Jump'n'Run sein oder so. Dann sucht er halt dann natürlich. Hat er jetzt nicht gemacht. Ich habe vergessen zu speichern. So. Jump'n'Run, Puzzle. So, und dann drücken wir R2. Und dann zeigt er euch natürlich nur das so an, wie ihr euch das ausgesucht habt. Hier zum Beispiel Disney Universe, Mickey Epics. Das habe ich auch noch nicht gespielt. Das wollte ich auch mal spielen, ey. Wollte damals schon spielen und bin nicht dazu gekommen. So, wir haben auch dann einfach nur normale Suche. Da können wir jetzt einfach hier einen Namen eingeben und dann kürzlich abgerufen. Da habe ich God of War gezeigt, weil ich habe das Video schon mal versucht aufzunehmen. Da hat meine Software aber nicht aufgenommen, aber egal. So, und meine Spiele. So. Hier sind meine Spiele. Nicht wundern, wir haben hier mehrere Listen. Warum? Kürzlich gespielt. Das sind die Spiele, die ich kürzlich gespielt habe. Deine Liste. Deine Liste ist die Spiele, die ich auf meine Liste packe. Dieses habe ich zum Beispiel noch nicht gespielt. Wir gehen jetzt einfach mal auf Detroit Become Human
Und wir können sagen, zur Liste hinzufügen. Wenn wir sagen, Mensch, das will ich jetzt nicht spielen, will ich irgendwann mal spielen, packe ich mal auf meine Liste zum Beobachten, das interessiert mich. Dann haben wir es hier unten halt drin. So. Und ganz unten ist Download. Also das habe ich runtergeladen. Ja, hier wird mir auch gesagt, es ist installiert. Es ist aber nicht, doch schon installiert, aber nicht vom PlayStation Now. PlayStation Now erkennt eigenständig auch schon, also eigenständig, ja, weil es halt die Ordnerstruktur der PlayStation 4 übernimmt und da halt die Save Games und die Spiele ja da genauso heißen wie auf der PlayStation 4, erkennt PlayStation Now, Mensch, die Ben hat er aber doch schon installiert. Und das habe ich versucht runterzuladen, aber 48 GB war mir dann zu viel. Weil da habe ich ja Platin gemacht, das habe ich ja damals dann wieder gelöscht. Der DLC hatte ich gekauft. So, aber wir nehmen jetzt einfach mal Saints Row, weil Saints Row habe ich noch die Disk drinne. Das ist auch installiert. Wenn wir das jetzt hier, können wir zum Download, Spieldetails, Spieldetails haben wir dann natürlich hier. Spiel downloaden, jetzt streamen. Ja, wenn wir jetzt sagen, einfach Download-Spiel. Dann ladet der nicht erst runter, weil es ja schon installiert ist. Er startet das Spiel gleich. Ich werde es aber gleich so schnell wie möglich beenden, weil das ist ein 18er Spiel. So. Und wir können jetzt zum Beispiel Horizon Zero Dawn. So. Ich mach's mal meine Liste, dann braucht man nicht immer hier bei Downloads reingehen. So. Dann habt ihr das hier zum Beispiel in eurer Liste. Ist dann halt schöner gemacht. So, da gehen wir rauf. Wir wollen es jetzt nicht herunterladen, wir wollen es jetzt einfach mal starten. Ist noch 52 Tage verfügbar. Da kann ich euch das jetzt mit den Safe Games auch mal vernünftig zeigen. Dass er das so ein bisschen versteht, vielleicht ein bisschen besser versteht. Bei Horizon Zero Dawn habe ich auf Platin das Hauptspiel und auch das DLC habe ich auf Platin. Das waren auch viele Fragen von euch, wenn ihr hier streamt, ein Spiel streamt oder offline spielt, also runterladet. Ihr könnt Trophäen machen, die bleiben euch. Es gibt keine gespeicherten Daten. Möchtest du gespeicherte Daten aus dem Online-Speicher holen? Das heißt, ich würde jetzt praktisch Horizon Zero Dawn bei 0 anfangen. So, ihr seht aber, ich habe hier Save Games von Horizon Zero Dawn. Die kopieren wir jetzt einfach. Er fragt halt auch nach. Nicht bei allen Spielen, aber bei einigen. Also bei den PlayStation 4 Spielen auf jeden Fall. Da müssen wir jetzt natürlich ein paar Sekunden warten. Das verzögert natürlich den Erststart jetzt etwas, weil ja die Save Games sind 13 Stück, die ich habe vom PlayStation Plus Cloud Dienst Server auf PlayStation Now Server kopiert. Aber ihr seht, das geht ja schon ziemlich schnell. Wir sind schon bei 8 und 23 Sekunden, 9, 10. 11. Na komm. Und nein, ihr könnt nicht Doppelplatin machen. Also wenn ihr den Safe Game jetzt nicht runterkopiert und jetzt streamt, also im Stream spielt und mit Safe Game 0, ihr kriegt trotzdem nicht die Trophäen, weil die habt ihr schon. Wir können jetzt hier auch Homebildschirm zurückgehen. So, das ist das Einzige, was mir halt damals nicht gefallen hat. Mal gucken, ob es jetzt immer noch so ist. Na, die Spiele, die werden hier jetzt angezeigt. Horizon Zero Dawn noch nicht. Die IO ist streamt, also. Die haben Trophäen? Die haben Trophäen nachträglich drin gemacht. Krasse Scheiße. Das hat so ja Platin.
Achso, das kam ja für die PS4 damals auch raus. Nee, das ist doch PS2-Spiel. Coole Sache. Könnten sie bei Assassin's Creed 1 mal machen. So. Wir haben jetzt hier Spiel Plus. Neues Spiel oder fortsetzen. Extras. Intro. Wir gehen jetzt einfach mal auf Fortfahren, dann könnt ihr das sehen. Da freue ich mich schon so mega auf Teil 2. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Guerilla Games so ein geiles Spiel damit abliefert. Mal so am Rande angemerkt. Weil Guerilla Games ist eigentlich bekannt für Killzone und so, für Shooter. Und dann haben sie sowas angekündigt und dachte ich, naja, toll. Ja gut, die Grafik sieht okay aus. Das sah wirklich toll aus, besser gesagt. Aber geile Grafik und geiles Spiel sind zwei verschiedene Sachen. Und dann, das hat mich vom ersten Augenblick, wo ich es angefangen habe zu zocken, ich habe es ja auch gestreamt, also findet da bei mir im Kanal auch alle Parts vom Hauptspiel, vom DLC. Es hat mich vom ersten Tag total angefixt. Geile Grafik, geile Story, die Charaktere, einfach nur der Burner. So. Ich muss mal jetzt gucken. Bin ich zu einfach gestrickt, um zu verstehen, was Sekuli mit ihrem Gemälde sagen will. Da haben wir so lange auf Sekulis Gemälde gewartet und dann bekommen wir das. So, es gab eine Banuk-Tradition, um den stärksten Willen zu ermitteln. Es gibt sie noch in manchen Gegenden. Man nimmt heiße Kohle in die Hand und hält sie fest, bis man es gar nicht mehr aushalten kann. Es gab früher viele Krieger mit... Ihr seht aber, es läuft ruckelfrei. Ich lasse halt die gerade quatschen, damit ihr das hört. So. Ich hätte loslassen. Und wir gehen jetzt einfach mal auf die Karte. So. Das ist nämlich das DLC hier oben. Die Erweiterung. Ja, und das ist das Hauptspiel. Ihr seht, ich habe alle Lagerfeuer. Das ist golden, weil das ist die letzte Mission. Die kann man immer wieder spielen. Die ist auch cool gemacht. Die hat jetzt, boah. Die letzte Mission habe ich jetzt insgesamt bestimmt 8-mal oder 9-mal gespielt. Was cool ist. Und hier oben sind wir. Ja, und hier habe ich jetzt halt auch nicht mehr so viel offen. Ich muss halt von diesen komischen Viechern hier noch, wo waren sie denn? Die hier. Die muss ich noch ausschalten, das sind so Riesenteile. Das war, da habe ich ihn ausgeschaltet, hier seht ihr das. Ich muss halt einfach nur noch den ausschalten. Den hier oben muss ich noch ausschalten. Und das war eigentlich, glaube ich. Ja, die Bienen muss ich noch ausschalten. Aber die Viecher haben es echt in sich. Und hier waren dann teilweise sehr zwei von den Viechern. Da hast du denn echt A-Karte. Oh, ein Lagerfeuer habe ich noch nicht gemacht. So, wenn wir jetzt hier raufgehen. Ja, ihr seht, es ist immer noch nicht Dings da. So, wenn wir jetzt hier Spiel schließen machen. Okay. Und da ich das aus dem PlayStation Now gestartet habe, lande ich natürlich auch sofort wieder in PlayStation Now. Und wenn wir jetzt hier raufgehen, jetzt solltet eigentlich aktualisieren oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. So, aber hier sehen wir es ja. Wir können jetzt hier einfach hier auf Trophäen gehen. So. Hauptspiel habe ich 100%, also da ist nichts mehr zu machen. Ich habe Platin. Bei der The Frozen Wilds, also das ist die Erweiterung, da fehlt mir halt wirklich nur noch ein einziges Ding. Und das sind diese komischen Maschinen hier. Nee. Ah.
Ah ne, das sind die Langhals und Jensen Quest. Also da habe ich noch nicht alle Quests, da fehlen mir nur zwei Sachen oder drei. So, und dann haben wir noch dieses hier. Hier ist es. Nee. Wo waren die Trophäe? Hier war irgendeiner. Ich weiß nicht mehr. Hier. Stufe 60 erreichen brauche ich noch. Und irgendwo war dann halt mit, dass man die da irgendwie erledigen muss. Und dann Spiel Plus haben wir auch noch. Wir könnten es dann halt noch ein Spiel Plus spielen. So. So. Das soll es jetzt soweit zu PlayStation Now gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet alle eure Fragen beantworten. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ich werde mein Bestes tun, euch diese Fragen zu beantworten. Ich werde in die Infobox oben. Nee, hier ist es. Hier oben in die Infobox. Da oben. Werde ich euch mal das andere PlayStation Now Video verlinken, wie man PlayStation Now beenden kann, weil es da ja immer noch Probleme zu geben scheint. Weil das halt nicht immer genau dasteht. Aber egal. Guckt euch das einfach auch mal an. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, in die Kommentare. Ich bin da mal weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.